Schon ab dem nächsten Jahr könnte es in Österreich einen digitalen Ausweis geben. Kanzleramt und Innenministerium wollen nämlich die bisherige Bürgerkarte zu einem sogenannten elektronischen Identitätsnachweis ausbauen. Dieser neue digitale Ausweis soll auf das Handy geladen werden. Datenschützer sehen das als Vorstufe zur totalen Überwachung der Bevölkerung. Markus Weibel hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie näher angesehen. Staatliche Dokumente wie der Führerschein, die E-Card oder der Reisepass am Handy. Das könnte in einigen Jahren Realität sein. Doch so weit ist man derzeit noch nicht. Aktuell geht es darum, die bestehende Bürgerkarte oder die Handysignatur um neue Funktionen zu erweitern, erklärt uns das Bundeskanzleramt. Rund 1 Million Bürgerinnen und Bürger haben dieses Instrument bereits, verwenden es recht intensiv. Und unsere Novelle soll primär dazu dienen, das auch im Ausland, also grenzüberschreitend, für Anwendungen in anderen EU-Mitgliedstaaten verwenden zu können. Gleichzeitig schaffen wir die Voraussetzungen, dass die Identifizierungsmethoden der anderen Mitgliedstaaten in Österreich verwendet werden können. Notwendig ist die Einführung dieser Technologie aufgrund einer EU-Verordnung. Derzeit sind im System nur Vorname, Familienname und Geburtsdatum abrufbar. In Zukunft sollen weitere Parameter dazukommen, etwa ob der Verwender oder die Verwenderin der E-ID einen Führerschein hat oder nicht. Diese Information wäre etwa für die Buchung eines Mietwagens von Vorteil. Um den Datenschutz müsse man sich keine Gedanken machen. Als Bürger, als Bürgerin habe ich in der Hand, welche Merkmale diese Zielanwendung, um die es dann letztlich geht, erhält von mir. Das heißt, ich verfüge über den Schlüssel, mit dem ich sozusagen diese Daten freigebe. Datenschützer kritisieren jedoch, dass die Abfragen im Zusammenhang mit dem elektronischen Identitätsnachweis protokolliert werden. Jedes Mal, wenn ich meinen elektronischen Ausweis herzeige, weiß eine zentrale Stelle, dass ich das getan habe. Und damit wird mein gesamtes Verhalten nachvollziehbar für die Behörden. In anderen Ländern sind ähnliche Systeme bereits im Einsatz. In Deutschland ist es beispielsweise auch so, dass die Behörden auch schon ohne richterlichen Beschluss auf solche Daten zugreifen können. Und da läuten bei mir die Alarmglocken. Das sollte verhindert werden. Das sei in Österreich jedoch nicht geplant, heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Außerdem beginne im Herbst erst eine Pilotphase mit Freiwilligen, die den elektronischen Identitätsnachweis ausprobieren wollen. Im nächsten Jahr, also im Laufe des Jahres 2018, soll es dann in einen Echtbetrieb übergehen, damit wir auch rechtzeitig mit 29. September 2018 diese Deadline, die von der EU vorgegeben ist, mit dieser eIDAS-Verordnung erfüllen können. Einen Reisepass am Smartphone wird es in absehbarer Zeit allerdings nicht geben. Diese Funktion scheitere vorläufig noch an den geltenden Normen für Reisedokumente. Ich muss beispielsweise Biometrie, Fingerabdrücke und Ähnliches auf den Chip des Reisepasses hinterlegen. Das ist in keiner Weise angedacht, das jetzt mit diesem elektronischen Identitätsnachweis abzubilden. Die Daten für den digitalen Ausweis sollen übrigens nicht dauerhaft auf dem Smartphone gespeichert sein. Sie werden jeweils nur bei Bedarf auf das Gerät übertragen.